Es ist prachtvoll. Streiobstwiese kennzeichnet unsere Gegend. Uralte Beben, meist Äpfel und Birne, standen auf den Stickler. Eigentlich bringen die Wiese außer Geschäft nicht viel. Man muss ja ein paar Mal im Jahr mähen, die Beben muss man ausschneiden. Und damit die alte storrige Äste nicht unterbrechen, im Spätsommer abstitzen. Und der Ertrag, den man noch mal beschwerliche Picke einheimst. Meist sind es kleine, nicht besonders schöne Äpfel, die gern so einem Kuchen verschafft werden. Aber so viel Kuchen, Äpfelkirchler oder Äpfelmus kann man im Herbst gar nicht machen, damit man die meist reiche Erntesäge Herr wird. Was macht man also? Man glaubt sie zusammen und gibt sie ab, damit aus den Äpfel und Birnen in den Großverwerterbetrieb Äpfelsaft gemacht werden kann. Als Ablieferer kriegt man noch das gut geschrieben und kann sich noch ein bisschen verbilligter Saft in Flaschen davon kaufen. Richtig rendieren tut sich das nicht. Eine prima Alternative ist, man raspelt die Äpfel und Birnen zusammen und schlägt sie in ein blaues Plastikfässle ein. Wartet ein paar Wochen, bis aus dem Zucker in dem Obst die Hefepilz Alkohol gemacht haben, und lässt sich die nicht wirklich ansehnliche Brühe bei einem von den vielen Gläubrenner zum starken Schnaps brennen. Den muss man noch bloß nur 3-4 Jahre in einem großen Glasballon ruhen lassen, bevor man sich noch am hochprozentigen Erlös aus seiner Streiobstwiese erfreien kann. Das hat sich wohl auch der Christusdarsteller beim Passionsspiel denkt und hat zu seinen Mitspielern gesagt: Also, wenn ich nachher am Kreuz hang, dann will ich keinen Essigschwamm, sondern einen ordentlichen Schluck von meinem Schnaps. Es ist gekommen, wie es kommen muss. Der Christusdarsteller ist am Kreuz gegangen und hat die bekannte Wort gesprochen: Mich dürstet. Seine Kameraden haben also einen Schnaps gereicht und der Christus hat den Kopf zur Seite gelegt und war sichtlich zufrieden. Mich dürstet abermals, hat er aber dann plötzlich gesagt und wieder ein Schnäpsli kriegt. Und nochmal, mich dürstet abermals. Nochmal ein Schnaps. Ein kaum bemerkbares Zufriedenslächeln hat er dann im Gesicht gehabt und hat nochmal innegehalten. Alle haben auf die erlösende Wort vom Christus am Kreuz gewartet und die hat er noch auch gesagt: Es ist prachtvoll.